Hallo, ich grüße euch. Mein Name ist Nico Sonner. Bei mir geht es zu 100% um Wildlife-Fotografie. Ich freue mich, dass ihr den Weg auf meinen Kanal gefunden habt. Heute geht es mal nicht um Tiere, heute geht es um das Thema Blümchen. Und zwar sind jetzt momentan die Winterlinge draußen. Und das sind mit Abstand die ersten, die du hier draußen findest. Und ich habe das große Glück, dass ich einen wirklich großen Bestand habe, direkt 3 Minuten von zu Hause weg. Und ja, wie soll ich sagen, natürlich nutze ich das. Dazwischen stehen auch Schneeglöckchen. Und ich möchte jetzt einfach mal zeigen, wie man schöne, nicht immer die gleichen Bilder machen kann, sondern auch mal ein bisschen Abwechslung in seine Fotografie bringt. Anfangen möchte ich mit dem Equipment, welches ich benutze. Ich selber habe die R. Ich nehme fast immer die R für die Blumenfotografie, denn ich komme damit schön tief. Mit meiner R3, da ist ja unten noch dieser Batteriegriff dran und das ist bei der nicht. Deswegen mache ich dann meistens hier hoch und dann kann ich da ohne Probleme fotografieren. Und lustigerweise benutze ich selten ein Makro für die Pflanzenfotografie. Ich mache fast alles übers Tele. Da ist für mich ehrlich gesagt der größte Reiz, was den Bildaufbau angeht. Da kann ich viel mehr spielen. Da kann ich viel, viel, viel mehr, wie soll ich sagen, den Hintergrund gestalten, so wie ich das möchte. Und wie ich das mache, zeige ich euch jetzt mal. Die Winterlinge sind, wie schon gesagt, die ersten und man findet sie wirklich zuhauf. Wenn es Stellen gibt, wo mal einige stehen und man einige Jahre wartet, sind dann wirklich die Jahre drauf viel, viel, viele an diesen Stellen zu finden. Und das macht einfach immer wieder riesig Spaß, dort zu fotografieren. Das Schwierigste, was es hier bei solchen Massen eigentlich hat, ist, dass man nichts kaputt tritt. Natürlich möchte ich mich nicht davor wegnehmen oder rausnehmen, dass da ich auch mal eine Blume zertrete. Das passiert auf jeden Fall und das finde ich immer scheiße, muss ich ganz ehrlich so sagen. Aber ich versuche auch immer außerhalb des Gebiets zu bleiben. Doch ab und zu hat man mal solche freien Bereiche hier. Und da kann man schön reintreten. Also ich mache es meistens so, dass ich mit meinem Telezoom wirklich versuche, richtig tief zu gehen. Ich versuche wirklich, so tief wie es geht, mich so in die Pflanzen einzugraben. Und dann wird gespielt. Dann wird gespielt. Dann muss man wirklich versuchen, wo ist die Pflanze, die raussticht. Ich suche mir dann zum Beispiel die Pflanze, die raussticht. Wie zum Beispiel, das sieht man aber nur, wenn man tief geht. Wie diese hier zum Beispiel. Die steht aus allen raus und da kann man richtig schön den Bildaufbau machen. Wie gehe ich vor? Meistens habe ich hier eine Unterlage, damit ich bei den Knien nicht so dreckig werde. Meine Ellenbogen, seht ihr ja schon, werden auf jeden Fall immer dreckig. Bei mir ist die Pflanzenfotografie wirklich Arbeit. Ich versuche wirklich, das so tief wie möglich zu gehen, damit ich so viel Unschärfe wie möglich in mein Bild bekomme. Weil ich mag es überhaupt nicht, wenn um die Pflanze irgendwas scharf ist. Deswegen versuche ich so viel wie möglich Unschärfe, um das Motiv zu gestalten. Und zwar funktioniert das bei mir nur auf eine einzige Weise. Ich muss mich in die Pflanzen vergraben. Wie ihr seht, hier ist zum Beispiel kein Bereich, wo eine Pflanze ist. Da gehe ich mit den Ellenbogen rein und dann nehme ich meine Kamera und gehe wirklich so tief wie möglich und suche mir, wie eben schon gesagt, diese markante Pflanze, die aus allem raussteht. Hier hinten ist es zum Beispiel ein Schneeglöckchen. Ein Schneeglöckchen, was aus allem raussticht. Und dann heißt es, sich bewegen. Sich bewegen und den bestmöglichen Bildausschnitt finden. Und das Schöne ist, wenn man das macht, findet man auch gleich Sachen, die im Bild stören. Denn auch das mache ich. Ich werde immer wieder aufstehen und werde Sachen entfernen, wie zum Beispiel Äste, die hier so hochkant stecken, die vom Baum gefallen sind. Die stören mich ja einfach nur. Die Mütze stört mich genauso. Gehe ich dann immer hin und entferne die störenden Elemente. Und das mache ich jetzt auch. Und hier sieht man schön, warum ich Zoom bevorzuge. Jetzt habe ich hier zum Beispiel ein Schneeglöckchen. Das ist relativ frei von allen anderen Pflanzen und sticht aus allen raus. Und gerade die Bäume im Hintergrund kreieren jetzt hier diesen wunderschönen Effekt
Und wenn ich da jetzt zum Beispiel noch näher gehe, habe ich halt eine ganz andere Bildwirkung. Das ist halt das Schöne bei einem Zoom-Objektiv. Jetzt werden sich viele fragen, warum hat der Sonnabend kein Stativ für die Pflanzenfotografie? Für mich ist es ganz einfach. Wenn ich ein Stativ hätte, wäre ich viel zu unbeweglich hier an der Stelle. Denn ich muss ja ganz oft ich bewege mich, da gefällt mir was nicht, dann da gefällt mir was nicht. Dann ist eine Pflanze zum Beispiel zwischen anderen Pflanzen, wo ein ganz, ganz schmaler Korridor ist. Und da muss ich durchfotografieren. Mit einem Stativ würde ich ja alles kaputt machen. Ich verwende für Pflanzen so gut wie nie ein Stativ. Und das funktioniert. Und die werden trotzdem scharf, die Bilder, garantiere ich. Erstens, man hat Bildstabilisator. Und zweitens hat man Zeit. Man hat unverschämt viel Zeit bei der Pflanzenfotografie. Das Beste ist wirklich, ihr geht früh oder abends. Ich bevorzuge ja abends, weil da sind die Blüten nämlich auf. Wenn man früh geht, hat man Tau. Ist auch ein Vorteil. Man kann natürlich auch den Tau-Effekt nutzen und geht nach dem Regen. Das funktioniert natürlich auch. Aber ich würde zum Beispiel mittags nicht gehen, da muss man alles abschatten. Aber wie jetzt ist das für mich persönlich das perfekte Licht, denn jetzt habe ich so richtig schön weiche Farben. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich werde jetzt erstmal hier noch ein bisschen rumarbeiten. Wie ich euch schon gesagt habe, Pflanzenfotografie ist, sehe ich als richtige Arbeit an. Man muss sich richtig bewegen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Winterling entdeckt, der wirklich richtig schön eingerahmt ist von anderen. Um dieses Motiv zu bekommen, muss ich manchmal hier eine Schneise machen. Und zwar waren die Pflanzen, standen die so hier rüber und hier rüber. Und ich mache dann wirklich, ich reiße nichts raus. Also ich reiße keine Pflanze weg. Ich nehme nur Pflanzen und tue sie zur Seite. Und wenn ich wirklich mal was Störendes habe, dann nehme ich hier zum Beispiel einen Ast, breche den mir durch und lege den dann hier auf eine Blume drauf, dass die aus dem Weg ist. Aber sonst entferne ich keine Pflanzen oder so. Also das geht gar nicht. Pflanzen rausreißen für ein Bild finde ich ein totales No-Go. Von daher, ich muss mich mal kurz ein bisschen dunkler machen. So. Von daher lasst das bitte. Wenn ihr Pflanzen fotografiert, macht euch eine Schneise, nehmt ein kleines Ästchen, legt es auf die Pflanze weg drauf. Und wenn ihr geht, nehmt ihr die Pflanze, den Ast wieder runter. Und das geht eigentlich völlig problemlos. Und das geht auch klar, weil ich mache das jetzt nicht das erste Jahr und die Pflanzen standen am nächsten Tag alle immer wieder da. Das ist schon zu verkraften, wenn man da mal was die irgendwie wegdrückt. Tierfotografie hat ja an sich schon was Beruhigendes. Aber ich finde, Pflanzenfotografie ist da nochmal komplett anders. Auf die Pflanzenfotografie muss man sich richtig einlassen. Man muss wirklich, wie soll ich sagen, man kann jetzt nicht hierher und innerhalb von 5 Minuten wieder weg. Man muss wirklich schauen, wie kommt das Licht. Das Licht wird immer anders. Das Licht verändert die Situation komplett. Und das ist das Schöne daran. Wie ich zum Beispiel, ich versuche manchmal, wenn ich eine Pflanze habe, wie jetzt, diese, die ich jetzt habe, die versuche ich aus verschiedenen Blickwinkeln zu fotografieren. Einmal von links, einmal von rechts, dann wieder frontal. Mal mit weniger Brennweite, mal mit mehr Brennweite. Das Bild verändert sich ständig. Doch an solchen Plätzen mit so vielen Pflanzen zu fotografieren, hat auch einen riesen Nachteil. Und zwar findet man die Pflanze vor lauter Bäumen nicht, möchte ich mal sagen. Es gibt eine Art, wie du dann vorgehen kannst. Habe ich die beste Erfahrung gemacht, indem du dich flachlegst und dann einfach versuchst, mit ran zu, mit weg zu, mit den Schärfepunkt verstellen, dass du wirklich versuchst, so deine Pflanze zu finden.
Wenn du dann deine Pflanze erstmal gefunden hast, dann kannst du dich darauf einlassen und das wird dann auch von Mal zu Mal besser. Je öfter du an den Platz kommst, umso besser wird es gefühlt. Doch das Beste ist, such dir einen Punkt, wo du den Himmel schön im Hintergrund hast, mit, wie hier bei mir zum Beispiel. Das Bild wird hier gestaltet. Hier haben wir die Pflanzen. Und hier oben ist es jetzt ziemlich unspektakulär, weil das ist einfach nur überbelichtet durch die Kamera. Ich blende jetzt mal ab, dass ihr das seht. Haben wir die Wolken und dahinter ist der Sonnenuntergang. Das, genau das macht euer Bild. Die Pflanze im Vordergrund bringt euch das Motiv und das hier hinten gestaltet diesen schönen Hintergrund, der, wie ich sag mal, aus so einem alten Objektiv mit M42-Anschluss, so einen Meyer Optics 100mm Objektiv ähnelt. Natürlich hat es nochmal ein ganz anderes Bokeh, aber trotz alledem, das ist schon, so kannst du deinen Hintergrund gestalten. Hier hinten sieht man jetzt leicht, wo ist mein Finger? Hier hinten sieht man jetzt leicht, wie die Sonne durchschimmert hier. Und das bringt so richtig schön Farbe ins Spiel. Ja, wie ihr seht, ihr braucht kein High-End-Makro oder sonst was. Ich habe zum Beispiel, wie gesagt, nur das 100, 400 von Canon. Und damit fotografiere ich super, super gerne Pflanzen. Ich habe noch mein 100er Makro dabei, aber das benutze ich echt extrem selten. Ich bekomme jetzt mal zum Testen so einen Tripolan Meyer Optics, was so verrückte Hintergründe kreiert. Mal schauen, ob ich damit klarkomme. Ihr müsst wirklich beachten, geht ganz, ganz tief. Versucht, dass die Pflanze nicht von irgendwas hinten verdeckt wird, sondern dass von hinten, so wie jetzt bei mir, Büsche und der Sonnenuntergang dahinter ist. Und dann spielt immer Zoom, Ranzoom, Wegzoom, verändert die Schärfenebene, geht mal nach links, geht mal nach rechts. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr dann eure Pflanze gefunden habt, beschäftigt euch mit der Pflanze, beschäftigt euch damit, dann bekommt ihr auch die tollen Bilder. Ich mache das schon seit vielen Jahren so. Ich benutze zum Beispiel auch, habe super gerne das 300er F4 benutzt. 300 mm ist eine super Brennweite, um Pflanzen zu fotografieren. Nehmt einfach die Linsen, die ihr zu Hause habt, zieht los, sucht euch, jetzt geht das los, jetzt sind die Winterlinge draußen, die Schneeglöckchen kommen. Jetzt dauert es nicht lange, die Krokusse sind teilweise auch schon draußen. Dann kommen die Leberblümchen, dann kommen die Traubenhyazinthe, dann kommen die, ich nenne sie Schachbrettblumen. Und dann kommen die, so heißen ja Schachbrettblumen, dann kommen die Schlüsselblumen, es kommen noch unzählige Frühblüher. Die Saison ist jetzt erstmal eröffnet. Testet das jetzt aus, dass ihr in der Zeit, wo dann kommen die ganzen Orchideen, in der Zeit, wo dann eure Lieblingspflanze draußen ist, weil es haben ja viele eine Lieblingspflanze, dann könnt ihr das anwenden, was ihr jetzt gelernt habt. Sucht euch eine tolle Stelle, spielt, was das Zeug hält. Das ist ja das Schöne. Ihr könnt 1000 Bilder machen, behalten eins und löschen 999 Bilder und es interessiert niemanden. Macht das, nehmt euer Teleobjektiv, nehmt euer Zoom-Objektiv und geht raus, fotografiert Pflanzen. Das macht richtig, richtig Spaß. Und zeittechnisch bleibe ich dann ganz oft auch, bis es richtig, richtig dunkel wird, weil dann bekommt man solche mystischen Bilder, wo dann wirklich das so viel, wie soll ich sagen, lila, bläulich, also wirklich so richtig, richtig schöne mystische Bilder und mit dem Gelb, das ist ein ganz toller Kontrast und das kann ich jedem nur empfehlen. Bleibt lange, wenn ihr die Zeit habt. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt wiedergeben, wie ich meine Pflanzen fotografiere und ihr konntet auch was mitnehmen. Falls euch das Video gefallen hat, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Das hilft mir zu sehen, ob ich auf den richtigen Weg bin mit meinen Videos. Folgt mir unbedingt, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und das hilft auch mir, besser gefunden zu werden. Einfach nur einmal die Glocke unten drücken und abonnieren. Ihr bekommt keine Werbung von mir oder ich schreibe euch nicht per E-Mail oder sonst was. Ihr bekommt lediglich eine Info, wenn ihr bei YouTube seid. Hier, der Sonnabend hat ein neues Video draußen. Und ihr helft mir aber gleichzeitig, da besser gesehen zu werden. Schaut gerne auf Instagram, da findet ihr auch zum Beispiel die Bilder, die wir heute hier zusammen in dem Video gemacht haben. Wenn du mal wirklich Interesse hast, jetzt gerade in der Blumenzeit, dass ich dir das mal live zeige, wie ich meine Pflanzen fotografiere, dann melde dich doch gerne. Und wir können gerne ein 1:1 oder mit 2 Personen oder mit 3 Personen, so viele wie ihr auch immer seid. Ich zeige euch gerne, wie ich das mache. Und da finden wir sicher einen Termin und werden uns einig, wo wir uns treffen. Und ich zeige euch dann, wie ihr richtig geil Pflanzen fotografieren könnt. Meldet euch gerne. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video geschaut habt. Und ich freue mich fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.